Wenn die See rau ist, dann wird der Dreck nach oben gespült. So lautet ein norddeutsches Sprichwort, meine Damen und Herren, das ich als Bayer natürlich nur unzureichend wiedergeben kann. Aber es bringt etwas auf den Punkt. Wenn die See, wenn das Meer also unruhig ist, dann wird das nach oben gespült, was eher als Dreck zu bezeichnen ist. Und interessanterweise haben wir das jetzt auch in dieser Impfstoff-Rallye-Hoffnungssituation. Da wird nämlich das Unsolideste am stärksten gekauft. Das, was sozusagen eigentlich die höchsten Risiken hat, das wird jetzt eingesammelt, als gäbe es kein Morgen. Wollen wir uns mal anschauen in folgenden Grafiken. Fangen wir zunächst mal an, was der gestrige Tag an den Aktienmärkten bereitgehalten hat. Wir haben den S&P leicht im Minus gesehen, wir haben den Dow Jones fast 1% im Plus, wir haben den Russell 1,72% im Plus, diesen Nebenwerteindex, wo auch gelegentlich, naja, etwas unsolidere Dinge drin sind, und wir haben den Nasdaq, der 1,37% verloren hat. Also Riesendifferenzen wieder zwischen den verschiedenen Indizes, alleine das ist ja schon ungewöhnlich. Dann haben wir Momentum gegen Value, massiver Abverkauf jetzt von Momentum gegenüber Value, also praktisch könnte man sagen, diese Differenz zwischen dem Nasdaq und zum Beispiel dem Dow Jones oder dem Nasdaq und dem Russell 2000, wenn man es so formulieren will. Und der Dreck wird jetzt nach oben gespielt. In dieser Grafik von Liz Ann Saunders sehen wir, respektive von Sarah Poncheck, sehen wir hier diese gelbe Linie. Das sind die Firmen, die am stärksten insolvenzgefährdet sind, und die werden am stärksten gekauft. Die sind am stärksten gestiegen, haben sich natürlich auch seit der Corona-Krise vor allem schon deutlich schlechter entwickelt als die besser dastehenden Firmen, aber die holen jetzt am stärksten auf. Die Logik dahinter scheint zu sein, dass man sich sagt, naja, vor der Corona-Krise haben die Geschäftsmodelle nicht funktioniert, jetzt haben wir vielleicht einen Impfstoff, dann wird nach der Corona-Krise vielleicht das Geschäftsmodell, das vorher nicht funktioniert hat, funktionieren, oder ich weiß nicht, jedenfalls so ganz erschließt sich mir die Logik nicht, denn nach wie vor sind das hoch riskante Unternehmen, die deutlich stärker steigen als die kaum insolvenzgefährdeten, die blaue Linie hier oben. Also das ist schon ein Charakteristikum jetzt dieser Rallye, dass das Unsolideste am stärksten gekauft wird. Das sehen wir auch in den Junkbond-Renditen, die auf ein neues Allzeittief gefallen sind. Ich hatte es gestern schon thematisiert. Man muss also so wenig, oder man ist bereit, so wenig Risikoprämien zu fordern, wenn man Unternehmensanleihen von ausfallgefährdeten Unternehmen kauft, von insolvenzgefährdeten Unternehmen kauft, wie noch nie. Und das ist natürlich ein hervorragendes Zeichen. Schauen wir uns dann mal den Russell 3000 an, Price-Earnings-Ratio, so teuer wie noch nie. Man muss wissen, dass im Russell 2000, es gibt den Russell 1000, den Russell 2000, den Russell 3000, aber der meistgehandelte ist der Russell 2000. Und da gibt es einen Future, der sehr frequent ist, sehr liquide ist. Jedenfalls muss man wissen, dass knapp unter 50% der Werte im Russell 2000 Verluste machen. Das ist also jetzt nicht das sichere Rentenpapier für Oma Cipulski, sondern das sind hochspekulative Unternehmen, denen es teilweise richtig dreckig geht, die nicht gut laufen. Und jetzt sehen wir, dass der Russell 2000, der Russell 3000, dass die alle massiv steigen. Diese Russell-Unternehmen hatten im dritten Quartal einen Umsatzrückgang von 8,5% und einen Gewinnrückgang von 42%. Wie gesagt, nur knapp über die Hälfte macht überhaupt Gewinn. So war es zumindest vor der Corona-Krise. Vielleicht in der Corona-Krise ist der Anteil über 50% gestiegen von Firmen, die Verluste machen und die in diesem Index gelistet sind. Wir sehen also, das ist ein bisschen unsolide und das wird jetzt am stärksten nach oben gespült. Schauen wir uns zum Beispiel mal die Differenz zwischen Delta Airlines an, Fluglinie. Seit jetzt dieser Meldung von Pfizer und Zoom, ja, der Star, wurde ja sozusagen nach oben gehievt, gerade in der Corona-Krise. Die sogenannten Stay-at-Home-Aktien waren ja die großen Gewinner. Die traditionellen Ausflug, Touristik, Hotelwesen etc. stammenden Werte verprügelt. Jetzt sehen wir eine Delta Airlines deutlich besser entwickelte in letzter Zeit als eine Zoom. Natürlich waren diese Flugaktien, waren die Corona-Verlierer-Aktien massiv überverkauft. Da erklärt sich eine solche Reaktion, aber es stellt sich eben die Frage, wie nachhaltig ein solcher Prozess wirklich dann ist. Wir sehen, dass hier die wichtigsten Aktien, eben die fünf größten Aktien, was die beitragen zum S&P 500, gemeint sind damit natürlich Apple, Amazon, Microsoft, Sie kennen die fünf großen Player, Facebook und so weiter, Google,
Alphabet, die hier am Markt die dominante Rolle spielen. Hier sehen wir mal aus den letzten 10 Jahren, wie diese 5 wichtigsten Aktien, die 5 marktschwergewichtetsten Aktien, den Index beeinflusst haben. Derzeit haben wir gesehen, dass zwischenzeitlich diese 5 Aktien den S&P alleine fast um 10% gehoben hätten. Jetzt sehen wir, das könnte jetzt dann eben auch für den Leitindex S&P 500 ein bisschen schwieriger werden, wenn diese Schwergewichte sich nicht erholen, sondern weiterfallen sollten. Und hier haben wir zum Beispiel von Kimberly Clark Chart Solutions, Kimberly Chart Solutions, so muss es heißen, eine Grafik, die das aktuelle Geschehen mal vergleicht mit dem Geschehen vor 20 Jahren. Damals haben wir in der Dotcom-Blase auch einen ganz, ganz steilen Trendkanal gehabt in der Beziehung zwischen Nasdaq und Dow Jones. Damals eben auch die Nasdaq-Werte massiv gestiegen. Es hat sich so ein Trendkanal ausgebildet. Dann brach man aus diesem Trendkanal und der Nasdaq 100 ist fast 90% gefallen. Das ist diesmal unwahrscheinlich, dass es so kommt. Aber wir sehen eben, dass der Nasdaq jetzt aus diesem Trendkanal, aus diesem aufwärtsgerichteten Trendkanal in Relation zum Dow gerade rausfällt. Und wir sehen, da kommt auch aus China jetzt Gegenwind, nachdem auch in China die Tech-Werte wie Alibaba und Tencent abverkauft werden. Denn Chinas Führung Peking hat klar gemacht, also wir sind jetzt nicht so begeistert über Monopolstellungen dieser großen Tech-Unternehmen, denn mit dieser Monopolstellung ist auch Einfluss, ist auch politisches Gewicht letztendlich verbunden. Das will man nicht haben. Man hat ja schon Jack Ma zurechtgestutzt, der sich lustig gemacht hatte über das Finanzsystem Chinas. Der hat gesagt, China hat gar kein Finanzsystem, das sei das größte Risiko. Und das fanden die Machthaber nicht so lustig in Peking, denn es ist ja ihr Finanzsystem, das von ihnen etablierte Finanzsystem. Wenn jetzt ein Superstar sagt, ja, da gibt es gar kein Finanzsystem, dann ist das natürlich ein Gesichtsverlust, deswegen hat man da agiert und jetzt sehen wir, dass natürlich diese Firmen unter Druck kommen, also dieser Gegenwind gegen Tech, der hörte scheinbar nicht auf. Nochmal zum Montag, wir haben am Montag den Tag gesehen mit dem höchsten jemals erzielten Volumina an Umsätzen bei Optionen, 48,2 Millionen Optionen wurden am 9.11. gehandelt, so viel wie noch nie. Vorher war 28.02.2020, also schon praktisch Corona-Crash, der höchste Wert mit knapp über 48 Millionen. Und Optionen sind immer wichtiger, das Volumen, das da bewegt wird über Optionen, wird immer größer. Deswegen bringe ich eine solche Statistik. Was wir hier sehen, ist ein Chart von Michael Silver, nämlich der Nasdaq 100. Und wir sehen, wir sind hier sozusagen scheinbar nach oben ausgebrochen und sehen aber, dass das möglicherweise ein False Break war, ein Fehlausbruch. Gehen jetzt nach unten, da sind noch einige Gaps und wir haben unten diese Aufwärtstrendlinie. Die sollte halten, die liegt so um und bei derzeit knapp unter 11.200 Punkten. Die muss halten, sonst könnte da richtiges Ungemach drohen. Ansonsten würden wir sozusagen weiter in diesem Aufwärtstrendkanal bleiben. Hier der S&P 500, hier sehen wir, dass sich die Dinge, auch ein Chart von Michael Silver, by the way, dass sich die Dinge ein bisschen verengen, dass es jetzt sozusagen möglicherweise eine Entscheidung gibt. Jetzt erstmal heute ja ein ruhiger Tag in den USA. Wir haben Veterans Day. Das bedeutet, die Aktienmärkte sind zwar offen, aber die Anleihemärkte sind geschlossen und die Anleihemärkte spielen derzeit eine wichtige Rolle. Die Renditen sind ja stark gestiegen. Das schadet dann auch den Tech-Unternehmen. Und insgesamt kann man sagen, je stärker jetzt die Renditen steigen bei Staatsanleihen, umso mehr sind dann eben diese Staatsanleihen auch wieder eine Alternative für die Aktienmärkte, wenn es da wieder auch ein bisschen Zinsen gibt. Wir sehen nämlich gleichzeitig fällt die Dividendenrendite beim S&P 500. Die ist jetzt geringer als die Rendite für die 10-jährige US-Staatsanleihe. Kommen wir zu der Politik, meine Damen und Herren. Kommen wir also zu Donald Trump und den Seinen. Das Weiße Haus tut so, als würde nichts passiert sein, als hätte man die Wahl nicht verloren. Macht einfach so weiter, blockiert bisher alles, was nach einer Machtübergabe aussehen könnte. Und man hat in den letzten 24 Stunden ja nicht nur den Verteidigungsminister entlassen, sondern viele andere, die an wichtigen Positionen sitzen, unter anderem die Herrschaften, die die Atombomben kontrollieren. Das wurde jetzt neu besetzt mit Trump-loyalen Playern. Wir sehen insgesamt, dass jetzt die New York Times mal einen Versuch gestartet hat und alle Offiziellen angerufen hat, die für die verschiedenen Wahlbezirke verantwortlich sind.
verantwortlich sind und gefragt haben, habt ihr Anzeichen für Betrug, habt ihr Anzeichen für einen größeren Betrug, nennenswerten Betrug? Keiner davon hat Ja gesagt. Jetzt werden die Trump-Anhänger sagen, ja, die New York Times, Lügenpresse. Ne? Egal, was die schreiben, ist per se falsch. Ne? Logisch. Und wir sehen hier unten noch einmal den weiteren Verlauf. Am 8. Dezember muss die Sache abgeschlossen sein. Da müssen die Endresultate stehen. Am 14. treffen sich dann die Wahlmänner und geben ihre Stimme ab. Also 8. Dezember ist im Grunde die Deadline für diese Wahl. Und wir sehen, dass die gespaltene Nation auch in dieser Wahl gespalten ist. Und die Trump-Anhänger sagen, ja, ja, uns wurde die Wahl geklaut. Aber es ist eben so, dass wir praktisch zwei gleich starke Lager haben in den USA. Das können auch die Trump-Anhänger, glaube ich, nicht leugnen. Es gibt eben diejenigen, die gegen Trump sind, um und bei 50%. Vielleicht noch 1, 2, 3, 4 Millionchen eben mehr. Und die, die für Trump sind, auch fast 50% der amerikanischen Bevölkerung. Jedenfalls sagen die Republikaner, ja, die Wahl ist gestohlen worden. Oder sagen 7 von 10 Republikanern, sagen, ja, diese Wahl war nicht fair, war nicht koscher, während die Demokraten sagen, doch, die Wahl war fair. Also auch da unterscheiden sich die Geister wieder mal massiv. Kommen wir nochmal zu dem Grund, warum der Dreck nach oben gespült werden kann, die Vaccine Hope, also die Hoffnung auf diese Vaccine. Hier sehen wir, wie zum Beispiel Pfizer jetzt schon solche Behälter herstellt, damit dieser Impfstoff, wenn er denn wirklich kommt, transportiert werden kann, minus 70 bis minus 80 Grad, muss ja die Kühlung betragen. Jetzt hat man also schon erste Dinge hier gebaut. Hier sehen wir noch andere Vaccines wie AstraZeneca zum Beispiel, Johnson & Johnson, deren hoffnungsvolle Meldungen inzwischen ja auch ein bisschen zerbröselt sind. Vielleicht das ein kleines Warnzeichen. Da hieß es ja auch erst AstraZeneca hurra, Johnson & Johnson hurra. Jetzt liegen diese Dinge teilweise auf Eis, beziehungsweise haben sich als schwieriger herausgestellt. Jedenfalls hätten diese Vaccines, wenn sie denn kämen, den Vorteil, dass sie weniger deutlich nach unten gekühlt werden müssen. Moderna etwa, der Impfstoff von Moderna minus 20 Grad, der von AstraZeneca sogar nur auf maximal minus 10 Grad. Und abschließend Coronavirus. Wir sehen, dass jetzt die Daily Cases in den USA auf über 130.000 gestiegen sind. Höchster Wert ever. Auch die Tests sind natürlich nicht gering, aber wir haben eine Testquote von fast oder von 10% positiv. Also jeder 10. Test ist positiv und wir sehen jetzt, dass wir einen neuen Rekord haben an Hospitalizations mit knapp 62.000 Fällen. Also wir sehen, das Thema wird in den USA jetzt auch virulent. Die sind vielleicht Europa ein bisschen hinterher. Man kann zeigen, dass zum Beispiel in den USA insgesamt, da wo die Regionen kälter sind, die Zahlen stärker nach oben gehen als in den wärmeren Regionen. Das gilt für die ganze Welt derzeit, wie es aussieht. Also hier, das Klima scheint eine Rolle gespielt zu haben. Deswegen hatten wir in Europa keine Probleme im Sommer mit dem Corona. Dagegen in den USA wahrscheinlich durch Klimaanlagen auch in den südlichen Bundesstaaten Probleme. Aber sei es drum, das ist jetzt die Situation. Heute wahrscheinlich ein eher ruhigerer Tag, weil eben die Anleihenmärkte nicht aufhaben. Damit entfällt ein wichtiger Trigger, ein wichtiger Treiber. Mal sehen, was heute passiert. Ich bin gespannt, ob es irgendwann bald vielleicht die ersten Hiobsbotschaften in Sachen Vaccine Hope gibt. Es würde mich persönlich nicht wahnsinnig überraschen. Ich wünsche jetzt das Allerbeste und sage Ihnen auf gut Bayerisch Servus und Ciao.